Ich bin Jürgen Domian und wir können reden über Leben, Liebe, Lust und Leidenschaft. Der Nachttalk mit Tiefenwirkung. Je länger die Nacht, desto besser die Talks. Domian, Donnerstag schon um 23.45 Uhr und Montag bis Mittwoch 1 Uhr bei uns im WDR. Noch länger, noch früher. 1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Domian, der Telefontalk im WDR Fernsehen. 0800 220 5050. Domian, anrufen und reden. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer Donnerstagsausgabe. Schön, dass ihr da seid. Wir haben auch heute wieder eine freie Themensendung. Und freie Themensendung bedeutet, dass ihr anrufen könnt hier bei mir zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ganz egal was, ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt auch faxen 0800 220 5051. Oder auch mailen. Und wenn ihr mailt oder faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch sehr schnell zurückrufen können. So, wir fangen gleich an und der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Horst. Und Horst ist 67 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, hallo Horst. Guten Abend. Ich hatte gestern Geburtstag und mit diesem Tag habe ich auch gleichzeitig mein Todesurteil bekommen. Mhm. Ich habe Prostatakrebs. Ich habe das, ich unterbreche dich gerade mal kurz, ich habe es nicht ganz verstanden, du hast Prostatakrebs? Prostatakrebs mit Knochenmetastasen. Ja. Das ist eine furchtbare Sache, was da passiert ist. Jetzt stehe ich quasi vor der Entscheidung, einen Freidoch zu wählen oder möglicherweise mich dieser ganzen Therapie-Schiene anheimzugeben. Hm. Wie weit ist denn die Erkrankung schon fortgeschritten? Ja, also ich habe mehr Metastasen in den Knochen, ja, die ist schon ziemlich weit. Hm. Was haben die Ärzte denn gesagt, welche Therapiemöglichkeiten, welche Therapieformen es jetzt gäbe, welche angebracht wären? Ja, also da gibt es die Möglichkeit, dass man Hormonbehandlung macht. Hm. Das bedeutet aber quasi eine Kastration. Mhm. Früher hat man den Männern die Hoden weggenommen, ja, um das Testosteron stillzulegen. Jetzt macht man eine Hormonbehandlung und dann mit allen Folgen, was eine Hormonbehandlung mit sich bringt. Ja. Das heißt also Identitätsverlust. Aber darüber hinaus ist doch sicherlich dann auch noch eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie vonnöten, oder? Also Hormontherapie, hat man mir gesagt, wird als Begleitung die Strahlentherapie genommen, ja. Mhm. Und als Ultima Ratio ist dann quasi dann Schluss die Chemotherapie. Greift da die Hormontherapie. Mhm. Haben deine Ärzte dir gesagt, welche Chancen du hast, wenn du diese Therapien, die Ärzte vorgeschlagen haben, wenn du die machst, wenn du die eingehst, welche Chancen hast du? Ja, die Chancen sind ungewiss. Hm. Entweder greift die Therapie, ja, das ist jeden klar. Menschen, hm. Und oder sie greift nicht. Das wird meistens so gemacht, dass man die Hormontherapie 3 Monate gibt, mhm, hat man mir gesagt, und dann nimmt man sie wieder 3 Monate weg. Mhm. Und so ein paar Intervalle, bis dann die Therapie nicht mehr greift. Das ist so wie bei Schädlingen, nicht? Mhm. Die resistent werden. Also, so werden auch die Krebszellen resistent. Ja, das ist mir klar, dass das natürlich ungewiss ist. Ja. Aber hat man dir nicht so eine Zahl genannt, dass man sagte, also die Chance, dass sie gesund werden oder dass es anschlägt, dass die Therapie anschlägt, liegt bei, weiß ich, 50 oder 60%. Hat also, man so eine Zahl genannt? Ja, eine Zahl hat man mir nicht genannt. Das ist auch schwer zu nennen, weil das
individuell ist, ja. Vom Fall zu Fall. Jetzt hast du gerade am Anfang etwas, ich finde, sehr Dramatisches gesagt. Du hast gesagt, ich stehe jetzt vor der Entscheidung, ob ich mir das Leben nehme oder ob ich all das über mich ergehen lasse, was eventuell da jetzt gemacht werden muss. Das ist natürlich ein Abgrund auf, nicht? Mhm. Und, ich weiß nicht, ob man sich das alles antun soll. Ich meine, wie gesagt, ist ja die ganzen Sachen, die da kommen, wie Depressionen, ja, als Begleiterscheinung. Du hast aber gestern erst definitiv diese Diagnose gestellt bekommen. Identitätsverlust, ja. Unwürde, ja. Ja. Ich frage nochmal, du hast gestern definitiv erst die Diagnose bekommen. Ja, in dieser Grausamkeit, ja. In der Grausamkeit. Mh. Du hast jetzt zweimal schon gesagt, den Begriff genannt Identitätsverlust. Ja. Was meinst du genau damit? Ja, schau mal, Thomas, wenn du quasi deiner Männlichkeit beraubt bist, dann verlierst du doch deine Identität auch, nicht? Du wirst ja irgendwie so ein Hampelmann nachher. Nicht unbedingt. Ohne, ich meine, das Äußere verändert sich alles, ja. Mhm. Dann wirst du depressiv, ja. Und die ganzen Begleiterscheinungen, man bekommt quasi die ganze Phase von einem Klimakterium einer Frau. Mhm. Ist es wirklich so? Hast du dich eingehend da informiert bei den Ärzten? Ja. Also ich weiß von Prostatapatienten, von Menschen, die Prostatakrebs haben, dass das alles sehr schwierig ist und dass es in der Tat tiefe Einschnitte auch in die Persönlichkeitsstruktur sind. Ja. Dennoch habe ich auch immer wieder gehört, dass die Leute gesagt haben, es ist sehr schwierig und sehr schwer verträglich auch für mich, aber es ist eine Chance für mich zum Leben. Und ich bin bereit, halt auch gewisse Konzessionen zu machen und verliere deshalb auch nicht unbedingt meine gesamte Identität als Mensch, als Mann. Ja, es geht ja nicht nur um Mann, sondern man ist ja wahrscheinlich, es ist ja nicht mehr das Leben, ja, sondern es ist die Krankheit. Mhm. Und es ist doch ein Riesenunterschied. Mhm. Warst du in deinem Leben bisher eigentlich immer gesund oder hattest du schon mal große Krisen? Nie. Nie? Ich ernähre mich sehr gesund, lebe vegetarisch, Rohkost, rauche nicht, trinke nicht. Ja. Kann das auch sein, dass sich das deshalb jetzt wirklich, und verständlicherweise, das würde jeden von uns ja extrem treffen, aber dass es dich jetzt wirklich besonders trifft, weil du so gesund lebst und weil du bisher auch nie schwerwiegende Krankheiten hattest? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn es trifft, dann trifft es. Es ist oft genetisch auch bedingt, die Sachen. Mhm. Man kann sich ja noch so gut halten im Leben, ja. Mhm. Aber irgendwie ein genetischer Lapsus ist in einem, dann schlägt es zu. Nicht? Horst, ich habe, glaube ich, das größte Verständnis dafür, wie es jemandem geht, der so eine Diagnose gestellt bekommen hat. Das ist die Hölle und das ist auch ein Drama. Kann ein Gesunder gar nicht nachfühlen. Nein, richtig nachfühlen kann man das nicht. Man kann es nur erahnen als Gesunder. Und das, was ich erahne, ist schon sehr, 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 sehr schlimm und kann mir schon in gewisser Weise denken, was jetzt mit dir los ist. Aber, und ich möchte ein ganz großes Aber sagen, du hast gestern erst die Diagnose gestellt bekommen. Ja. Das ist ein Schock. Du bist ja quasi im Moment auch noch in einer Schocksituation. Lass dich in den nächsten Tagen, lass dich in den nächsten Wochen eingehend beraten. Lass dich auch von mehreren Ärzten beraten. Ich finde immer wichtig, dass man mehrere Meinungen hinzuzieht. Und versuche in dieser sehr, sehr traurigen Situation doch irgendwo auch doch noch den Hoffnungsschimmer zu sehen. Es gibt, deswegen fragte ich gerade am Anfang auch bei dir, haben die so eine Zahl genannt, dass man sagt 60% Heilungschancen oder 50%. Ich will dir sagen, ich habe hier in dieser Sendung schon so oft mit unglaublich todkranken Menschen gesprochen, wo man eigentlich gar keine Hoffnung mehr hatte. Und hier waren immer so tapfer und dann bin ich so beeindruckt davon, wenn die Menschen so tapfer sind. Und habe dann irgendwann Wochen oder Monate später eine Rückmeldung bekommen. Und die haben mir gesagt, wie gut, dass ich mich an den kleinen Strohhalm festgehalten habe. Ich habe es geschafft und das hat bei mir angeschlagen. Mhm. Und das fände ich so schön für dich auch, wenn das klappen würde, wenn du ansatzweise so eine Haltung kriegen könntest. Dass du es zumindest ausprobierst. Dass du dich erstmal informierst. In diese Haltung muss man vielleicht auch hineinwachsen erst. Vielleicht auch, ja. Mhm. Es ist, ad hoc kann man ja so eine Haltung nicht haben. Hast du bisher in deinem Leben gerne gelebt?
Ja, also ist das Leben war für mich eine Philosophie. Ja. Nicht? Und es ja. war nicht nur ein Vegetieren, ja. Ja. Und ich habe Angst, dass eben diese Krankheit dann nur ein Vegetieren noch ist. Mhm. Nicht? Und das ist ein Riesenunterschied. Genau. Aber zu dem, was ich Lebendigkeit verstehe. Deshalb sage ich, Information so viel wie irgend möglich. Und sich intensiv damit auseinandersetzen. Vielleicht auch Kontakt suchen zu anderen. Es gibt ja zahlreiche Selbsthilfegruppen auch für diese Krankheit. Sich mit anderen in Verbindung setzen. Sich austauschen. Mit dem Ziel, so viel Lebensfreude und so viel Lebensglück zu halten, was irgend möglich ist. Das ist eine Frage der Erträglichkeit. Ja. Das ist unterschiedlich. Mhm. Manche Leute nehmen ja das Schlimmste auf sich. Nicht? Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob das Leiden der Würde des Menschen gerecht wird. Ja. Das ist eine Frage. Aber ich glaube, es ist auch nicht der Würde des Menschen gerecht, wenn man sofort geht und wenn man sofort sagt, nein, das will ich nicht. Und das der Feige bin ich nicht. Ja. Ja. Nein, das wollte ich damit auch nicht sagen. Lieber Horst, ich möchte dir einen Vorschlag machen. Ich habe im Hintergrund hier eine Diplompsychologin. Ja. Diese Diplompsychologin ist auch ausgerüstet mit allen wichtigen Telefonnummern. So auch mit Sicherheit der Telefonnummer für Selbsthilfegruppe deine Krankheit betreffend. Ich möchte sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin, mit der Anna, ein paar Worte sprichst. Du kannst auch länger mit ihr sprechen. Und sie wird dir dann auch noch eine Telefonnummer nennen von einer Selbsthilfegruppe, sodass du da Kontakt aufknüpfen kannst. Ja, darf ich eine Bitte äußern? Ja. Und zwar, vielleicht gibt es Männer, die in solchen Erfahrungen gerade drin sind oder schon hinter sich gebracht haben. Gibt es mit Sicherheit. Und dass vielleicht ich mit solchen Menschen in Kontakt trete. Das finde ich eine gute Idee. Und da sind wir dir auch sehr gerne behilflich, Horst. Ja. Also wenn sich bei uns Leute melden, per Fax, per E-Mail, per Post, stellen wir sehr gerne in Kontakt her. Das war auch ein Grund meines Anrufs. Ja. Aber siehst du, das ist ja auch schon mal ein Ausdruck von Hoffnung. Ich will mit anderen sprechen. Und vielleicht kann man sich gegenseitig helfen, in der Situation etwas stabil zu bleiben. Ja. Wir machen es so. Wir beenden jetzt das Gespräch hier auf dem Sender. Du legst auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich an. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen alles, alles Liebe und alles Gute, Horst. Falls ich mal Erfolg habe, dann rufe ich ab. Das wäre sehr nett. Würde ich mich sehr freuen, wirklich. Alles Gute. Danke dir. Tschüss, Horst. So, meine Lieben, Telefonnummer, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, es kann sehr ernst sein, es kann aber auch was Lockeres sein, dann ruft ganz einfach an, das ist eine kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 51 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse ist ja eingeblendet. So, es geht weiter mit einem jungen Mann, der ist 30 Jahre alt und heißt Mario. Hallo Mario. Ja, hallo Domian. Hallo Mario. Um was geht's bei dir? Und zwar, es geht um das Thema Vergewaltigung in der Ehe. Ja. Ich muss jetzt mal Folgendes voraussagen. Also, meine Frau hat mich am Samstag der letzten Woche verlassen. Und bei uns, beziehungsweise in der Ehe, wir waren 6 Jahre verheiratet, wir haben 2 Kinder. Ja. Da ist also einiges vorgefallen. Da hat's ein bisschen ganz schön, ist da was gelaufen. Und das Problem, was ich jetzt habe, ich habe da irgendein Problem im Kopf und ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Und ich weiß auch nicht, wie ich die ganze Sache jetzt angehe. Du hast gerade gesagt, das Thema ist Vergewaltigung in der Ehe. Ja, richtig. Das ist ja ein großes, ein gewichtiges und schwerwiegendes Thema. Sehr schwer, was ich... Inwiefern? Du hast jetzt gesagt, dass du 6 Jahre verheiratet warst, dass du richtig. 2 Kinder hast, dass ihr 2 Kinder habt. Inwiefern jetzt Vergewaltigung in der Ehe? Also das heißt... Ich wollte mit meiner Frau schlafen und sie wollte halt nicht und sie hat sich, teilweise hat sie sich dann auch mal gewehrt, aber dann hat sie irgendwie dann auch teilweise stillgehalten, ne, um das über sich ergehen zu lassen. Ne. Aber du hast mitgemacht, das heißt, du hast es forciert. Ja, klar, ich habe es, ich habe es ausgeführt. Ne. Wie oft ist das passiert? Also circa fast 3 Jahre lang oder vielleicht auch länger, ich weiß. 3 Jahre lang ist das? Über 3 Jahre. Ist das so gelaufen? Richtig. 3 Jahre lang wollte deine Frau eigentlich gar keine Sexualität mit dir erleben? Das ist richtig. Und dann hast du sie quasi gezwungen? Richtig. Wie
Wie sehr hast du sie gezwungen? Wie viel Gewalt war damit im Spiel? Also, ich sag mal, dass ich sie irgendwie schlagen musste oder nicht. Also, sie hat einfach sich nur hingelegt und stillgehalten. Hast du sie sehr massiv festgehalten währenddessen? Ja, ich habe sie unter Druck gesetzt. Ne? Inwiefern hast du sie unter Druck gesetzt? Ja, wenn sie irgendwie raus wollte oder so, dann habe ich gesagt, du steigst erst mit mir ins Bett, so, sonst kannst du irgendwo vergessen rauszugehen oder so. Ja. Warum hast du das getan? Ja, ich weiß es selber nicht. Ich meine, jetzt, wo sie weg ist, und es tut mir auch wirklich leid, was ich getan habe. Warum hast du es getan? Ich weiß es nicht. Vielleicht meine Macho raushängen lassen oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was überhaupt, warum das so kommt. Weißt du, ich fände es ja schon schlimm, wenn du es einmal gemacht hättest. Aber nun erzählst du mir, dass du es 3 Jahre lang gemacht hast. Und ich möchte mir gar nicht die Zahl vor Augen halten, wie oft es dann de facto passiert ist. Richtig. Das ist mir zu wenig, wenn du sagst, ich wollte meinen Macho da raushängen lassen. Richtig, es sind ja auch noch andere Sachen vorgefallen. Ich weiß nicht, warum sie es überhaupt so lange ausgehalten hat. Das ist ja auch das Komische selbst, was ich nicht verstehe. Weil ich weiß einfach nicht, was bei uns in der Ehe los war. Ich verstehe den ganzen Zusammenhang überhaupt nicht. Ja? Du hast fast jetzt so einen Ton, mit Verlaub gesagt, einen Jammerton. Als wärst du das Opfer, im Prinzip ist deine Frau aber das Opfer. Nein, Domian, ich bin nicht das Opfer. Dasselbe, was da mit meiner Frau passiert ist, das habe ich in einer vorgehenden Beziehung schon mal gehabt. Nur nicht ganz so schlimm. Also da war es nicht mit der Vergewaltigung, beziehungsweise da war es halt immer so, dass ich komplett in meinen eigenen 4 Wänden, sage ich mal, in meiner Wohnung den Ton angegeben habe. Und lass uns aber nochmal über die Ehe sprechen. Um die es ja geht, weswegen du auch angerufen hast. Ja, richtig. Die ersten 3 Jahre, ihr wart insgesamt 6 Jahre verheiratet. Richtig. Hast du, die ersten 3 Jahre, lief das gut? Lief es harmonisch? Ja, also wo ich sie kennengelernt habe, es lief harmonisch alles. Und dann, ich sag mal, wir kannten uns vielleicht 3 oder 4 Monate, da haben wir geheiratet. Ja. Ja. Und vielleicht 2 oder 3 Monate später haben wir uns eine gemeinsame Wohnung genommen. Und da war auch noch alles harmonisch. Und dann war es so, dass wir ein Kind haben wollten. Ja. Ja. Und dann nach der Geburt des Kindes flaute von ihr alles irgendwie so ab. Da war sie nicht mehr dafür, ich sag mal, auf eine Art empfänglich. Ja, also es hat sie dann nichts mehr daran gereizt. Ich weiß auch nicht, woran das lag. Das heißt, sie hatte im Prinzip keine Lust mehr auf Sex. Richtig, ja. Und ich, und gut. Hast du sie denn mal gefragt, was da los ist, warum das so war? Ja, sie sagt halt nur, dass ich sie vergewaltigt habe. Es wäre Vergewaltigung in der Ehe. Ach, da war es dann auch schon passiert. Ich habe gerade nach den ersten 3 Jahren gefragt. Ja, nach den 3 Jahren. Also die ersten 3 Jahre, so ungefähr kann man sagen, hat sie, ist von ihr auch noch was gekommen, richtig. So, ja. Deine Frau hat sich von dir getrennt. Richtig. Die Ehe ist geschieden. Nee, die ist nicht geschieden, also sie war heute auch beim Rechtsanwalt, hat alles in die Wege gebracht. Aber die ganze Sache läuft und die Begründung ist Vergewaltigung in der Ehe. Richtig. Dass sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat mit mir. Ne? Wie sind denn die letzten Tage verlaufen zwischen euch? Gab es denn da mal Streit oder hat deine Frau nie etwas gesagt und ist dann letztendlich gegangen? Ja, es ist ganz einfach, meine Frau hat mir 2 Chancen gegeben, aber ich war so blind, dass ich habe es zwar gehört, sie hat richtig mit mir gesprochen, aber ich habe immer so weitergemacht und nicht reagiert, weil sie hat auch... Was heißt Chancen geben? Was hat sie zu dir gesagt? Sie hat zu mir gesagt, änder dich, sonst verlasse ich dich. 2 Mal. Das hat dich wenig interessiert und du hast weitergemacht wie vorher. Richtig, das ist richtig. Aber das, ich weiß nicht. Ich denke mal, dass das auch irgendwoher einen Grund hat, dass ich so bin. Ich weiß es nicht. So, und das können wir jetzt nochmal vertiefen. Du hast gerade deine Macho-Ader genannt. Richtig. Versuchen wir doch mal ein bisschen weiter noch in die Tiefen zu gehen, ja. Woran das liegt. Dir war durchaus bewusst, was du da getan hast. Richtig. Und dir war richtig. Durchaus bewusst, dass du deine Frau verlieren könntest, dass du die Familie verlieren könntest und dass alles in den Bach untergeht, was jetzt passiert im Moment. Warum hast du es denn noch getan? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach im Kopf ausgeklingt. Mich hat es nicht total nicht irgendwie interessiert. Das hat mich gar nicht gekratzt, muss ich sagen. So, nun ist es passiert. Richtig. Und jetzt? Was denkst du jetzt über dich? Ja, dass ich erstmal ein totales Arschloch bin, das ist ja wohl klar. Ne? Welche Konsequenzen hat diese krasse Einsicht bei dir, für dich? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht wirklich, Domian, weil ich irgendwie glaube, ich habe auch viel in meiner Kindheit Gewalt, sage ich mal, Exzesse erlebt gegen meine Mutter.
von einem Stiefvater. Da sind auch verschiedene Sachen also vorgefallen und ich denke mal, das hängt alles damit zusammen. Das mag sein, aber das entschuldigt es nicht. Nein. Ne? Es gibt sehr viele Menschen, die sehr harte Kindheiten hatten und dennoch selbst nicht zu Straftätern werden. Richtig. Und es ist eine Straftat. Ja, selbstverständlich, das weiß ich. Das kann ja jetzt auch bedeuten für dich, dass sie mich anzeigt. Dass sie dich anzeigt. Gut. Und es kann große juristische Konsequenzen für dich haben. Richtig. Mhm. Aber sie hat mir gesagt, sie will das alles für sich verarbeiten. Ich habe ihr gesagt, geh in eine Therapie. Und pass mal auf, mein Lieber, Mario. Ja. Ich finde, deine Frau müsste schon auch in eine Therapie gehen, um all die Verletzungen wieder in den Griff zu bekommen, die du ihr zugefügt hast. Richtig. Aber letztendlich müsstest du in eine Therapie gehen. Ja, und du musst was an dir verändern. Richtig, das war meine Frage, Domian, was ich jetzt eigentlich da, ich will es verändern. Mhm. Weil ich wüsste, wenn ich jetzt eine neue Beziehung eingehen würde, sag ich einmal, was ich nicht tun werde, auf keinen Fall, um eine andere Frau zu schützen, die ich vielleicht noch nicht kenne, es würde mir vielleicht wieder passieren. Ich würde voll ausklinken und es würde wieder alles sein. Ich bin fast sicher, dass es wieder passiert. Weil du nämlich erzählt hast, dass vor dieser Beziehung, vor deiner Ehe, das ja ähnlich schon gelaufen ist. Richtig. Und du traurigerweise immer an Frauen geraten bist, die das auch lange mit sich haben machen lassen. Deine Frau hätte damals schon, nach dem ersten Vorfall, hätte sie gleich sagen müssen, spätestens nach dem zweiten Vorfall, hätte sie sagen müssen, Junge, das war's und tschüss. Ja. Nicht mit mir. Richtig. So, jetzt kann ich dir wirklich nur sagen, dass du, wenn du willens bist, und du scheinst ja willens zu sein, etwas zu verändern. Ja, auf jeden Fall, Domian. Ich will auch was verändern. So, da musst du zu einem Therapeuten gehen. Da musst du dich wirklich psychotherapeutisch behandeln lassen. Richtig. Aber wirklich intensiv und wirklich sofort. Hm. Und sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen, ich will gar nicht über die mildernden Umstände nachdenken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das will. Ich finde eigentlich, ich finde eigentlich, dass du auch eine gehörige Strafe verdient hast. Aber einher mit dieser Strafe sollte auf jeden Fall gehen, dass du dich selbst behandeln lässt, dass du zu einem Therapeuten gehst. Ja, Punkt. Da gibt's gar nichts weiter zu reden. Nee, also das ist richtig. Ich habe mir da auch schon dementsprechend einen Termin besorgt. Gut, also wenn du noch eine Hilfestellung von uns haben möchtest, können wir dich, meine Psychologin, dich nochmal gerne anrufen und die entsprechenden Therapeuten nennen. Hm. Wenn du das gerne in Anspruch nimmst, dann können wir es so machen. Auf jeden Fall, ich hätte vielleicht auch nochmal gerne mit ihr gesprochen. Gut, dann machen wir das so. Hm. Du legst auf und meine Psychologin ruft dich an. Ja, gut, Domian. Auf Wiederhören, Mario. Alles klar, danke, tschüss. So, der nächste Anrufer heißt Oliver und Oliver ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Oliver. Grüße dich. Dein Thema, Oliver. Ja, Domian, eine Freundin von mir bekommt ein Kind. Mhm. Sie ist verheiratet. Mhm. Und das Kind wird von mir sein. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Du hast eine Affäre mit dieser Frau, eine heimliche Affäre. Ja. Wie lange schon? Seit einem halben Jahr. Du bist ein Mann von 35 Jahren. Mhm. Schon mal sowas gehört von Verhütung? Ja, sie hatte am Anfang gesagt, dass sie die Pille nimmt, das hat sie wohl auch gemacht. Mhm. Und es kommt hinzu, dass sie was von mir möchte. Also wir waren früher schon mal vor vielen Jahren zusammen. Mhm. Und ich habe aber immer gesagt, nee, ich möchte zurzeit keine feste Beziehung, weil ich sehr engagiert in meinem Job bin und auch sehr, sehr wenig Zeit habe. Und und dann hat sie gesagt, okay, dann bleibt sie halt bei ihrem Mann. Sie hatte eine etwas schlechtere Phase da in der Ehe und und dann hat sie halt, weil sie gerne Kinder möchte, die Pille wieder abgesetzt. Mhm. Ich habe das aber dann nicht so mitgekriegt. Was heißt nicht so mitgekriegt? Hast du es mitgekriegt oder hast du es nicht mitgekriegt? Nein, ich habe es nicht mitgekriegt. Mhm. Und und dann ist es halt dann passiert und ich weiß, dass sie sich nichts mehr wünscht, als eigentlich mit mir zusammen zu sein. Ja. Und ich weiß auch, dass sie sich wünscht, eigentlich ein Kind von mir. Das heißt, im Prinzip hat sie das bewusst so eingefädelt. Sie ist bewusst dieses Risiko eingegangen, dass sie von dir schwanger wird. Ja, eigentlich schon. Ja. Mhm. Wie lange ist sie verheiratet? Anderthalb Jahre. Auch noch nicht so lang. Nee. Und die Ehe ist, so wie du es jetzt darstellst, so wie ich es gerade gehört habe, zwischen den Zeilen, nicht rosig. War nicht rosig. Das heißt, sie ist jetzt wohl, weil er weiß, dass sie schwanger ist und er glaubt natürlich auch, dass es seins ist. Mhm. Oder zumindest von ihm kommt und Was für in welcher Situation, Gefühlssituation ist denn deine, ich nenne es mal deine Freundin? Ja, sie ist sehr hin und her gerissen. Ne? Sie akzeptiert es jetzt, dass ich keine Beziehung möchte. Und ich möchte das ja auch nicht zerstören, diese Ehe. Mhm.
Und sie gibt sich jetzt damit ab und naja, sie zieht doch demnächst weg. Und also für sie muss diese Ehe ja weiterhin alles andere als rosig sein. Verständlicherweise freut ihr Freund, ihr Mann, sich, dass die Frau nun schwanger ist. Aber sie ist ja nun wirklich in ein Spannungsfeld geraten, was ja Horror eigentlich ist, wenn man sich ja hineindenkt. Ja, ja. Was empfindest du für diese Frau? Schon Zuneigung. Aber keine großartige Liebe. Es fehlt so das Letzte. Sie ist wirklich eine sehr, sehr liebenswerte Frau. Also eigentlich kann man sich nichts Besseres vorstellen. Aber du möchtest im Klartext nicht mit ihr zusammen sein? Du möchtest keine Beziehung. Mit keiner Frau momentan zusammen sein, weil ich mein Leben so genieße und wie gesagt, im Job sehr engagiert bin. Und also dann kann die Liebe auch nicht so groß sein, wenn der Job jetzt irgendwie vorrangig genannt wird. Ja. Das ist dann mal halt so. Ja. Mhm. Und ich habe halt das Problem, ich wollte halt auch immer irgendwann mal eine Frau haben und heiraten und ein eigenes Kind haben und sehen, wie das Kind aufwächst. So. Und jetzt werde ich das nur von der Ferne aus sehen. Mhm. Was ist denn das für ein Gefühl für dich, dass da jetzt ein Kind entsteht, ein neuer Mensch? Ich kann es noch gar nicht greifen. Und das ist dein Kind? Ja, ich kann es noch gar nicht greifen. Möchtest du, dass sie das Kind bekommt? Ja, also ich möchte nicht, dass sie es... Aber du sagst das so zögerlich, also der Gedanke an eine Abtreibung war bei dir auch schon... War mal kurz da, ja. Aber da ich diese auch sehr lieb habe, gönne ich ihr das. Und ich weiß nicht, ob ich ihr böse sein... Am Anfang war ich kurz böse, jetzt mittlerweile sage ich mir, ich kann ihr gar nicht böse sein, dass sie das hat. Also, ich würde ja sagen, ich wäre dieser Frau sehr böse. Ich wäre der sehr böse. Weil sie hat das ja bewusst letztendlich getan und bewusst eingefädelt. Ja. Sie wollte ein Kind und letztendlich wollte sie ein Kind von dir. Und vielleicht hat sie auch spekuliert sogar, dass sie auf diese Art und Weise dich bekommt. Das ist, ja, möglicherweise. Dass das so das große ausschlaggebende Argument dann gewesen wäre, hier, ich bin schwanger, also ich komme. Ich weiß auch noch nicht, was passiert, wenn es mal rauskommt, also wenn das Kind da ist und... So, das ist jetzt die nächste Frage. Alle Verwandten, Bekannten sagen, ups. Die Fakten sind klar, du willst mit dieser Frau nicht zusammen sein. Ja. Ne? So. Das heißt, sie zieht sich jetzt mehr oder weniger zurück in ihre Ehe. Wie soll es denn zwischen euch weiterlaufen? Willst du sie weiter so als Sexverhältnis haben? Nein. Oder? Nein. Haben wir auch aufgehört mit. Ja. Das heißt, du wirst dich eigentlich distanzieren von der Frau. Ja, ich sehe sie aber fast jeden Tag. Also gehen wir mal was essen und sie ist sehr gut mit meiner Mutter befreundet und meine Mutter sagt auch mal zu mir, Mensch, du machst einen Fehler, mach das doch. Und weiß deine Mutter davon, dass sie schwanger ist? Ja, sie weiß, dass sie schwanger ist. Sie ahnt es, dass es auch von mir ist. Und ich kenne die Frau auch seit 15 Jahren. Wenn ihr jeden Tag essen geht, wenn ihr immer zu redet, ich hoffe, dass ihr dann auch über das redet. Ja. Wie denkt sie sich das denn? Wie denkst du dir das denn? Wie soll das gehen? Soll das Kind jetzt aufwachsen im Kreise dieser Familie und auch in dem Glauben sein, das ist mein Papa? Ja, bleibt nichts anderes übrig, weil wenn das ist, dann wird es ganz schlimm für sie. Ne? Mhm. Dann steht sie halt auch alleine da und ich weiß nicht, ob ich sie dann so auffangen kann. Ich meine, ich werde ihr Unterstützung geben, ich würde auch dafür sorgen, da habe ich gar kein Problem mit. Oliver, ich muss dir sagen, dass ich solche Lügenkonstruktionen, solche Kuckuckskinder, nennt man das ja auch, ich finde das immer ganz dramatisch. Mhm. Ich finde es auch erbärmlich letztendlich. Ich kann das Kind so nicht aufwachsen sehen. Ich kann nicht bestimmen, welchen Namen es bekommt. Ich kann es nicht wickeln oder wie auch immer, was man nennt. Ich kann das nicht... Ja, ich sehe, also meine klare oder krasse Haltung dagegen beruht in erster Linie darauf, dass ich an das Kind denke. Wie schlimm, wenn das Kind irgendwann erfährt, ich bin in einer vollkommenen Lüge aufgewachsen. Das ist überhaupt nicht mein Papa, mit dem ich da zusammen bin, seit vielleicht 12, 13 Jahren oder wann immer es rauskommen mag. Schlimm finde ich es natürlich auch für den Mann, für ihren Ehemann. Was für ein Betrug, was für ein Lug und Betrug. Ja, stimmt. Also, und die Gefahr, dass es irgendwann irgendwie rauskommt, ist einfach gegeben. Wer weiß es denn aus Ihrem Umfeld jetzt? Keiner. Keiner. Mhm. Und aus meinem Umfeld weiß es auch keiner. Mhm. Also meine Mutter ahnt es zwar, aber wir sagen immer, nein, das ist nicht so. Also meine Hauptabneigung bei dieser Geschichte richtet sich gegen deine Ex-Freundin. Mhm. Weil sie es verursacht hat und sie jetzt auch offensichtlich willens ist, sich in diese Lügenwelt hineinzuleben. Und jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr, was vergeht, desto schwieriger wird alles.
Naja gut, wenn sie es ihm erzählt, dann... Warum? Das ist doch eine Frage. Sie war bisher nicht glücklich in dieser Ehe, in der Beziehung. Mhm. Verdammt nochmal, warum ist sie nicht Frau genug und sagt, ich habe ein Kind, ich kriege ein Kind von einem anderen, lass uns trennen. Warum nicht? Ja, das möchte sie nicht. Bitte? Das möchte sie nicht. Warum nicht? Weil sie in einer behüteten Welt aufwachsen möchte. Sie möchte Hausfrau sein. Aber das heißt doch in einer verlogenen Welt. Ja, ja. Damit muss sie dann leben. Hm. Könntest du denn nicht, offensichtlich hast du ja noch ein ganz gutes, zumindest so platonisches Verhältnis zu ihr, könntest du denn nicht darauf hinwirken, dass sie auf klaren, ehrlichen Verhältnissen, in klaren, ehrlichen Verhältnissen dieses Kind zur Welt bringt? Auch wenn ihr nicht zusammen seid, dass du dich normal um das Kind kümmern könntest. Das würde ich auch alles machen. Ja, also, dann wirke doch darauf hin. Ja, ich habe ihr das auch damals gesagt, als sie so ein bisschen kriselte, Mensch, dann trenn dich. Und sie war auch kurz davor. Hm. Und und mittlerweile macht er alles für sie, ne? Ja, das ist doch klar, dass er jetzt so reagiert. Ja, ja. Aber der würde nichts mehr für sie machen, wenn der wüsste, was da los ist. Ja, ist richtig. Ne? Mhm. Aber da haben wir Angst davor. Was sagt sie denn? Welches Empfinden sie für diesen ihren Mann noch hat? Ja, ich weiß, dass sie mich mehr liebt als ihn. Mhm. Und da sie mich nicht bekommen kann, weil ich das zurzeit nicht möchte... Geht sie zurück ins warme Nest, was bequemer ist. Richtig, genau. Mhm. Ja. Weil sonst würde sie ja allein in der Wohnung und würde vom Nichts dastehen. Mhm. Der hat zwar einen Job, alles und das ist alles okay. Mhm. Und ich würde mich sonst auch drum kümmern, aber ich würde keine Beziehung mit ihr führen. Dieses halbe Jahr, ihr seid ein halbes Jahr, ne? Sagst du, läuft das ungefähr. War das jetzt auch bevor sie schwanger wurde, war das sehr intensiv zwischen euch beiden? Ja, schon. Mhm. Mhm. Und du hast auch gemerkt so in dem halben Jahr, dass sie mehr will dich von dir, als du von ihr. Das Komische ist, sie ist mit ihm schon seit 8 Jahren zusammen. Oder Jahren, so. Und damals waren wir auch kurze Zeit zusammen. In der Zeit war ich mit einer anderen Frau zusammen und konnte mich von der nicht trennen. Ja. Und als ich mich dann getrennt habe, ja, da hatte sie dann ihren jetzigen. Und sie hat mir vor ein paar Monaten gesagt, dass sie immer eifersüchtig und neidisch auf meine Freundin gewesen ist. Das wusste ich also nie. Mhm. Und so hat sie also auch damals nie reagiert. Und jetzt sagte sie mir... Sie hat das eigentlich gehasst, dass ich immer mit einer anderen dann zusammen war. Ne? Also da ist es ganz klar, dass die Frau dich haben will, dass sie dich schon sehr lange geliebt hat. Mhm. Und sie ist eine ganz, ganz liebenswerte Frau. Also es ist darum, ich kann dir gar nicht so böse sein. Ich weiß aber noch nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich habe Angst vor dem Tag, wo das Kind geboren wird, ne, wo sie da alle sagen, ups. Ne? Ich finde, Oliver, dass du nicht fast, das ist nicht die richtige Formulierung. Ich finde, dass du die moralische Verpflichtung hast, darauf hinzuwirken, dass sie klar Tisch macht. Mhm. Finde ich. Ja, aber die moralische Verpflichtung für das Kind, für den Mann, halt letztendlich für die... bei ihr auf, ne? Bitte? Dann wächst das Kind halt nur bei ihr auf. Ja, aber dann ist alles in Ordnung, dann ist alles ehrlich. Ich finde, dass du das tun müsstest. Das ist meine ganz klare Meinung. Und mehr kann man gar nicht sagen zu dem Fall. Hm. Du kannst sie auch nicht zwingen, aber du kannst zumindest diese Haltung haben. Und das ist schon mal wichtig. Hm. Alles Gute. Okay. Tschüss, Oliver. Ja, ciao. Ihr Lieben, Telefonnummer 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Und das hier ist, falls ihr zufällig gerade reingezappt seid, und diese Sendung nicht kennt oder noch nicht kennt, das ist eine Live-Telefon-Talkshow. Und ihr könnt hier anrufen und euch mit mir unterhalten über alles Mögliche und auch alles Unmögliche. Ganz egal, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. Ruft mich an oder faxt auch unter 0800 220 50 51 oder mailt. Aber bitte, wenn ihr faxt oder mailt, nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Das heißt, dann können wir euch nämlich ganz schnell auch zurückrufen. So, jetzt geht's weiter mit... Franziska, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Ja, Domian, ich habe da auch ein Problem. Und zwar, ich bin im Alter von 6 bis 17 bin ich von meinem Vater missbraucht worden, woraus meine 11-jährige Tochter entstanden ist. Ja, jetzt frägt sie natürlich immer, wenn mein Papa ist. Moment mal, langsam. Du bist von deinem Vater im Alter von 6 bis 17 missbraucht worden? Ja, richtig. Was ja eine irre lange Zeit ist. Eine sehr lange Zeit, ja, aber als Kind wusste man sich nicht zu wehren und man wurde auch unter Druck gesetzt, nicht erpresst, aber bedroht. Bist du die einzige Tochter deines Vaters, das einzige Kind? Ja. Hat die Mutter in irgendeiner Weise etwas mitbekommen in all den Jahren? Gar nichts. Ich habe so gut geschauspielert, bin halt dadurch halt etwas aggressiv geworden, in der Schule abgesagt. Ja, aber ansonsten ist eigentlich nie was aufgefallen.
Du sagst, er hat dich unter Druck gesetzt oder du hattest Angst. Was hat er gemacht? Ja, er hat also zu mir gesagt, hier von wegen, wenn ich irgendwas sagen würde, dann würde er meine Mutter umbringen und dann hätte er mich für sich alleine. Da hat man natürlich als Kind irre Angst vor. Ja, richtig. Jetzt hast du gerade am Anfang so ganz schnell gesagt, das hat mich völlig überrumpelt. Du bist schwanger geworden bei einem solchen sexuellen Missbrauch von deinem eigenen Vater. Ja, richtig. Und du hast ein Kind von deinem Vater bekommen. Ja, richtig. Wie alt ist das Kind? 11. 11 Jahre schon? Mhm. Ja, jetzt kommen natürlich die Fragen, ne? Von ihr, von wegen, wer ist mein Papa? Mhm. Es ist ein Mädchen. Ja, ja. Ist das Mädchen gesund? Das ist Gott sei Dank gesund. Gott sei Dank. Ja. Ich rechne mal gerade zurück, 11 Jahre, da warst du dann 18, 17, 18. Ja. Als das Kind geboren wurde. Ja, richtig, gerade 18. Was hast du denn deinen Leuten, deiner Mutter erzählt, von wem du schwanger geworden bist? Ja, ich habe gesagt, dass das Kind aus einem One-Night-Stand entstanden ist. Mhm. Und ja, er hat zwar gerochen und meinte zu mir, er will, dass ich das Kind wegmachen lasse. Und da habe ich zu ihm nur gesagt, das werde ich nicht. Weil ich sag mir, was kann so ein kleines Leben dafür? Mhm. Und aber das ist ja auch eine respektable Entscheidung. Ich weiß es gar nicht. Eine Entscheidung, die mich jetzt sehr wundert erstmal. Nach dem, was du mitgemacht hast. Wenn du so viele Jahre von deinem Vater... Ja, ich denke mal, es war eine Trotzreaktion. Mhm. Hat man dann nicht das Gefühl... Ich frage dich jetzt, das kann ich mir als Mann ja gar nicht vorstellen. Mhm. Wenn man dann schwanger ist... ekelt man sich nicht vor dem, was da in einem wächst, weil das in einer so schlimmen Situation entstanden ist? Ja, geekelt nicht. Ich hatte Angst davor. Ich hatte Angst vor dieses Wesen, ich sag jetzt mal Wesen, weil es aus dieser Sache her entstanden halt ist. Mhm. Und ja, aber ich habe halt nur gedacht, so, jetzt kannst du ihnen damit schaden. Inwiefern schaden? Ja, indem ich es danach auffliegen lasse. Hast du es auffliegen lassen? Nein, es weiß keiner. Es weiß bis heute niemand? Nein. Absolut niemand? Du bist der Erste, der das hört. Naja gut, jetzt außer die jetzt alle noch zuhören. Hm. Hast du nicht Angst, dass dich jemand erkennt an der Stimme? Große, ja. Warum hast du dann überhaupt angerufen? Weil ich denke, es ist doch mal irgendwie an der Zeit, dass es irgendwie rauskommt. Weil ich sag mal, durch die Fragen, die meine Tochter jetzt alles fragt, kommt das alles doch wieder ganz schön hoch und... Was hast du bisher deiner Tochter gesagt? Ich habe ihr gar nichts gesagt. Ich habe ihr nur gesagt, ich sage, wenn du groß bist, erzähle ich es dir mal. Und sie erzählt denn halt überall, wenn sie gefragt wird, wo ist denn dein Papa, dann sagt sie halt, er ist tot. Ne? Mhm. Ich denke mal, das ist Art Selbstschutz. Du sagst zu ihr, wenn du mal groß bist, dann erzähle ich dir das. Ja. Ist das so ein Spruch oder hast du wirklich vor, ihr das zu erzählen? Anders, ja. Anders? Ich werde ihr vielleicht sagen, dass man mir Unrecht getan hat. So, jetzt nicht so die Wahrheit, die es jetzt halt war, aber so in dem Sinne halt irgendwie beibringen. Ja, das verstehe ich nicht richtig. Wenn sie wirklich erwachsen ist, wird sie konkrete Fragen stellen. Ja. Und irgendwie so ein bisschen kann man das nicht erklären. Da muss man sagen, ja, es ist so geschehen. Der Opa hat mich vergewaltigt. Dein Opa, mein Vater, hat mich vergewaltigt. Und da bist du raus entstanden, du mein Kind. Ja, das wäre aber ein bisschen krass, das Kind, ne? Wenn ich jetzt sage, dein Opa. Lass uns über jetzt reden. Ich kann mir auch vorstellen, dass du dich hier gemeldet hast, weil in diesen vielen Jahren, die jetzt entstanden sind, vergangen sind, wahrscheinlich auch so diese Last immer größer wird. Ne? Die ist sehr groß, ja. Warum hast du deinen Vater, ich sage jetzt mal ganz aus tiefstem Herzen, dieses Schwein? Warum hast du dieses Schwein nie angezeigt? Angst. Vor was? Und wenn ich es jetzt machen würde, dann, ich denke jetzt so, mir glaubt keiner. Das kann man ja ganz schnell überprüfen. Ja, richtig, könnte man ja. Mhm. Aber ich denke, mir glaubt keiner und dann denke ich an meine Familie, dann denke ich an den Ruf, den man zu verlieren hat. Wäre das schlimm, wenn der Ruf der Familie nach dem... Hat er es nicht verdient? Ich meine, die Familie hat es nicht verdient, das ist mir schon klar. Aber hätte er nicht die heftigste Strafe, die möglich ist in unserem Rechtssystem, hätte er die nicht verdient? Schon, die hatte er schon verdient, aber damit bestrafe ich ja die ganze Familie. In dem Sinne, dass die das die ganzen Jahre nichts gemerkt haben.
Was meinst du, wie deine Mutter darauf reagieren würde, wenn sie das erfahren würde? Sie würde es nämlich glauben. Und wenn es dann schwarz auf weiß irgendwann belegt wäre, was dann? Nee, sie würde es mir nicht glauben. Sie würde sagen, das wäre ein Fehler und würde dann einen neuen Test verlangen. Und irgendwann würde sie vielleicht sagen, ich hätte es drauf angelegt. Da sprichst du aber nicht gut von deiner Mutter, ne? Nicht unbedingt, nein. Weil ich bin ihr irgendwie böse, weil sie es nicht gemerkt hat. Das heißt, du meinst, sie hätte es irgendwie, als sehr aufmerksame Mutter hätte sie es merken müssen? Ja, richtig. Weil ich sag mal, ich bin jetzt selbst Mutter und wenn meine Tochter sich verändert, egal ob sie Stress in der Schule hat, ich merke es als Das Mutter. Merkt man, ja. Ja, richtig. Glaube ich auch. Franziska, als das Kind geboren wurde damals, ich habe selbst keine Kinder, ich kann das nicht so beurteilen, aber ich weiß es aus einem bekannten Freundeskreis, dass die Leute sich alle irre freuen und dass den kleinen Wurm in der Hand haben und streicheln und tätscheln und weiß ich was und finden, es ist das schönste Baby der Welt und so weiter, was ja normal ist und gut. War das bei dir auch so? Nein. Ganz krass gesagt, ich habe mein Kind früher gehasst. Wie lange hast du das Kind gehasst? Das Kind, das war 6 Monate alt, also ich war schon mit dem Kind zu Hause und die ersten 6 Monate gingen so ab, gefüttert, gewickelt ins Bett. Gefüttert, gewickelt ins Bett und ich bin nie mit dem Kind rausgegangen. Ich habe mich geschämt, mit diesem Kind rauszugehen. Gab es irgendwann ein Ereignis, wo es so Klick gemacht hat, wo du ja. Ja, erzähl mal. Das Kind, das lag im Bett und es hatte so ein Mobile oben dran und da ist so ein ganz kleines Teil von abgefallen. Mhm. In dem Alter fing es schon an zu greifen und hat es dann im Mund getan und verschluckt. Und dann stand ich vor der Wahl, lässt du das Kind ersticken oder ruf einen Notarzt. Und von diesem Tag an sind wir eigentlich ein Herz und eine Seele. Wo ich sag, mein Kind konnte mich am Anfang auch nicht leiden, weil immer wenn es mich gesehen hat, hat es gebrüllt. Klar, das heißt, sie hat es gemerkt. Das heißt, von diesem Tag an, als diese dramatische Situation war, ob sie nur stirbt oder nicht stirbt, war es mein Kind, ja. War es dein Kind und dann konntest du sie auch anfassen, konntest zärtlich zu dem Kind sein, ja, richtig. Streicheln und so weiter. Ja. Von dem Tag an war es halt mein Kind. Dennoch, passiert es dir heute manchmal, dass du das Kind anguckst und in ihren Augen die Augen des Vergewaltigers siehst, die Augen deines Vaters? Nein. Und zwar, ich habe wirklich das Glück, sie sieht genauso aus wie ich früher. Ach so. Und das ist wohl mein Glück. Ich denke mal, wenn sie genauso aussehen würde wie mein Vater und viel von ihm hätte, ich glaube, dann wird es öfters rauskommen, ja. Vielleicht ist es für dich so emotional auch gut, dass es ein Mädchen ist und dass es kein Junge ist. Ja. Vielleicht, ne? Dass man dann vielleicht doch noch eher erinnert wäre an den Täter. Wie ist das denn so familiär? Gehst du oft zu deinen Eltern mit der Kleinen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Zurzeit habe ich keinen Kontakt mehr. Wie hast du das denn deiner Mutter denn erklärt, dass du keinen Kontakt haben möchtest oder hast? Ich habe Streit provoziert und dadurch habe ich irgendwann gesagt, so bis hier und nicht weiter. Dass ich halt mein Leben leben will und das hat sie bisher akzeptiert. Obwohl sie versucht, jetzt öfters hier anzurufen und wo ich dann halt immer direkt abblocke. Ne? Die Mutter? Ja. Und das möchte ich nicht. Ich bin ganz, ganz beeindruckt von dem, was du erzählst. Von dem, was du mitgemacht hast. Und wenn du all die Jahre damit alleine warst und niemand hat mit dir sprechen können, du hast niemand mal die Seele ausschütten können. Ich habe keinen trauen können. Ich war böse auf meine ganze Familie. Auf alle. Dass sie dir nicht geholfen haben damals. Ja, richtig. Was für eine schwierige und was für eine dramatisch traurige Situation. Ja. Weißt du, ich mir manchmal nur auch denke, mein Gott, ich kann nicht mehr. Klar, solche Tage habe ich auch. Dann guckt man alte Fotos und dann sieht man noch ein paar Fotos, dann zerreißt man so und dann denkt man, warum? Warum hast du das verdient? Warum musst du das durchmachen? Hast du denn seither mal irgendwann eine Beziehung zu einem Mann gehabt? Hatte ich ja, aber ich habe da auch Schwierigkeiten mit und zwar, es lässt sich nicht vermeiden, dass meine Tochter denn irgendwann mal mit diesem Mann allein in einem Raum ist. Ja, na klar. Und das kann ich nicht sehen. Dann habe ich direkt diese Angstgefühle, dass sie angepackt wird. Verstehe. Ist das für dich, du hast es gerade ja so schon eher
ja, verneinend beantwortet. Ist es für dich wirklich ganz klar, dass du keine Anzeige erstatten möchtest? Ja. Ich finde, dass man immer diesen Willen des Opfers, und du bist jetzt das Opfer, respektieren muss, auch wenn man rein theoretisch ganz anderer Meinung ist. Ich respektiere das auch, wenn du das sagst. Und es ist jetzt die Frage, wie du mit dem Kind umgehst. Ich glaube ja fast, dass es, wenn es wirklich niemand erfährt und auch durch diese Sendung niemand erfährt, was ich ja eigentlich jetzt doch sehr wünsche, für dich wünsche. Ich hoffe. Ja, dass es ja vielleicht doch gut wäre, wenn das Kind das auch nie erfahren würde. Aber du musst Hilfe haben. Du brauchst jemanden, bei dem du dich ausheulst, bei dem du das alles besprechen kannst. Und das war jetzt vielleicht der erste kleine Anfang hier im Fernsehen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, Franziska, dass du nicht alleine da stehst. Dass du vielleicht jetzt auch über einen langen Zeitraum mit einem Arzt, mit einem Therapeuten zusammenarbeiten solltest, dass du da hingehen solltest. Ja. Vielleicht entstehen dann auch neue Entscheidungen, was zu tun ist. Auch Entscheidungen darüber, was dem Kind vielleicht irgendwann gesagt wird. Aber du brauchst Hilfe. Ja, was heißt Hilfe? Ich bin jetzt schon so viele Jahre damit alleine. Ja, aber... Und ich sag mal, ich kenn's nicht anders, dass es da irgendwie einen Menschen gibt, der über mein Schicksal Bescheid weiß. Hm. Ja, aber was meinst du, was eine Hilfe? Ich meine, das muss ja für dich jetzt schon ein ganz bewegender Moment sein, zum allerersten Mal darüber zu sprechen. Ja. Und das ist ja dann auch eine Hilfe, überhaupt mit jemandem zu beraten. Wir können das ja gar nicht detailliert hier im Rahmen einer Fernsehsendung machen. Da brauchst du ja viel Zeit und immer wieder neue Gespräche mit jemandem. Mhm. Ja, stimmt auch schon. Also, Franziska, deshalb möchte ich auf jeden Fall, dass du jetzt noch eingehend mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Und alles Weitere dann auch da besprochen wird, wie vorzugehen ist. Ich möchte zum Schluss sagen, dass ich emotional das nicht nachvollziehen kann, dass du dieses Kind zur Welt gebracht hast. Ja. Aber ich habe hohen Respekt davor, dass du es getan hast. Allerhöchsten Respekt. Ja, ich meine, ich bin auch stolz drauf, dass ich es so weit geschafft habe. Verdammt stolz kannst du sein. Ja, das finde ich auch. Das find vor ich allem gut. Sie ganz neutral angucken kann. Ja, genau. Dass du jetzt so ein inniges Verhältnis zu diesem Kind entwickelt hast, das ist schon eine tolle Sache. Ja, richtig. Liebe Franziska, leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, alles klar. Und ich wünsche alles Liebe von Herzen, alles Gute. Ja, danke. Auf Wiederhören. Mhm. So, meine Lieben, der Telefontalk im WDR-Fernsehen, Telefonnummer 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir reden wollt, dann ruft mich ganz einfach an. Das ist eine freie Telefonnummer, eine kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050. Die Nummer hat auch Felix gewählt und Felix ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Felix. Aber mir geht's um Folgendes, ich kann nicht aufhören zu zählen. Wie bitte? Ich kann nicht aufhören zu zählen. Zu zählen. Also wir reden über Zahlen. Zahlen, genau. Also zum Beispiel, wenn ich nichts zu tun habe, nicht direkt abgelenkt bin. Also wenn ich auf der Arbeit bin und da direkt was zu tun habe, dann mache ich das nicht. Oder wenn ich mit Freunden weg bin zum Beispiel. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt zu Hause sitze, dann zähle ich. Zum Beispiel ist es mir das erste Mal so richtig aufgefallen, dass ich das mache. Wenn ich also zum Beispiel jetzt dich anschaue, dann hast du Augenbrauen, Augen, ja. Ohren, Nase, Mund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hast du jetzt im anderen Studio noch die Kopfhörer auf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Und dann hat einer zum Beispiel nur auf einer Seite einen Ohrring. Dann sind es 9, was nicht so schön ist, weil es sollte halt eine gerade Zahl sein. Ne? Also alles, was du so siehst, machst du dir deine Punkte. Ich sitze ja, hier so in einem Studio, hier sind Laternen. Genau, ja, also genau, Laternen ist gut. Also Scheinwaffe, die würde ich, wenn ich du wäre, würde ich jetzt anfangen hier zu zählen. Genau, genau. Ja. Also nicht, weil du jetzt ziemlich abgelenkt bist, nehme ich mal an, durch die Sendung im Moment. Ne? Okay, klar. Aber zum Beispiel das, wo Domian 0800 220 50 50 drinsteht. Ja. Da ist ein rosanes Kästchen im Schwarzen, das Kästchen hat jeweils 4 Kanten. Gucke ich gerade hier auf meinen Monitor, 6, ja. 8, ne? 1, ja. 4, 5, 6, 7, 8, da zähle ich die kürzeren zuerst, also von rechts nach links erst die 2 rosanen, dann die 2 schwarzen kurzen und dann nach oben 6, 7, 8. Also wie viel Sachen kannst du im Moment hier in meinem Bild zählen? Ja, sehr viele Sachen. Also zum Beispiel im Hintergrund, da, ich weiß nicht, also soll ein Fenster wohl darstellen, ne? Genau. Das sind dann 6 Felder, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann 10 ist 12, ist eine Reihe. 24, 36, dann, ja, lauter, meistens sind es halt
Flächen oder Kanten oder Zettel, der vor dir liegt oder ja. was. Ja, solche Sachen. Oder wenn es so. Mal so zum Beispiel Knöpfe an deinem Hemd. Ich hab's verstanden. Ja. Du hast ein Zähltick. Ein Zähltick. Das ist eine richtige Marotte. Das ist eine richtige Marotte. Das heißt, im Prinzip immer, wo du bist, was du machst, rattern Zahlen durch den Kopf. Genau. Und ich macht einen das nicht verrückt? Macht einen das nicht jeck? Naja, also jeck macht mich in dem Sinne nicht, weil es mich im Leben nicht an nichts behindert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel, ich möchte was machen und dann kann ich es nicht machen, weil ich zähle. So ist es nicht. Aber es ist, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich möchte jetzt laufen noch zur Tankstelle angenommen und würde mir eine Schachtel Zigaretten holen zum Beispiel. Dann laufe ich an Häusern vorbei, da sind Fenster, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fenster und dann hast du wieder ein Giebeldachfenster oben. Das bedeutet doch, dass du eigentlich nie Langeweile hast. Wenn, wenn du im Stau stehst auf der Autobahn, kannst du... Ja, dann im Stau zum Beispiel. Wir haben alle Wut und brüten da im Auto und du sitzt entspannt da und zählst alles, was zu zählen gibt. Genau, zum Beispiel beim Auto zähle ich die Fenster. Geht's immer zwei Schritte schön, sollte gerade sein, zum Beispiel die Blinker, Seitenblinker, vorne Blinker, Fernlichter, Stand. Das ist ja sehr schrill. Zack, Nebellicht, also komme ich auf 10, gehe ich auf hinten, Räder zähle ich durch, zack. Wenn du beispielsweise in einem Wartezimmer sitzt, was zählst du da? Wartezimmer, ja. Ja, dann zähle ich auch irgendwas zum Beispiel. Die Augen. Aber es kann auch sein, dass es mir überhaupt nicht auffällt. Also dann kann auch sein, ich sitze dann einfach da und lese eine Zeitung und dann zähle ich vielleicht mal nicht. Ja. Oder ich zähle mal zum Beispiel, wenn ich deine Sendung anschaue und dann zähle ich gerade was. Aha, warte mal, was haben die jetzt, der letzte Satz, was haben die gesprochen? Das kann schon passieren. Also ist das, ich verstehe es so, dass das eigentlich so eine Marotte ist, eine Angewohnheit, mit der du eigentlich ganz gut leben kannst, die dich nicht besonders... Genau, ich kann mit dieser Angewohnheit eigentlich ganz gut reden. Warum ich bei dir angerufen habe, ist Folgendes. Und zwar kann ich mich dunkel daran erinnern, mal war mal einer in der Sendung, der das gehabt, der musste immer, bevor er in ein Zimmer geht, viermal das Licht an- und ausschalten. Ja, genau. Zum Beispiel. Also so ein Tick einfach, so ein Tick. Und bei mir ist es halt, ich wollte halt dann, ich habe dann einen Film angeguckt und so, jetzt zähl mal nicht. Zähl mal einfach nicht. Naja, und dann plötzlich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, geht es wieder los. Kann nicht aufhören. Was wäre denn, wenn man dich, ich weiß gar nicht, wie man dich dazu zwingen könnte, aber du würdest ein bisschen verrückt werden, ne? Wenn du nicht zählen könntest. Naja, aber ich weiß es nicht, weil ich kann ja immer zählen. Du bist im zarten Alter von 28 Jahren. Richtig. Wie lange geht das schon so? Da kann ich mich so genau gar nicht dran erinnern. Also ich nehme an, im Kindesalter hat schon damit angefangen, im Auto, wenn ich mit meinen Eltern gefahren bin, dass man die Mittelstrichlinien zählt, zum Beispiel auf der Autobahn. Ja. Oder die Pflocken rechts und links. Also im Prinzip bist du da rein gewachsen. Eigentlich bin ich da reingewachsen. Wie ist denn das jetzt? Wollen wir mal ein bisschen intimer werden? Wir kommen in sehr persönliche Situationen. Du bist mit einem Mädel zusammen. Ja, da zähle ich nichts. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Da habe ich dann bessere Sachen zu tun, als zu zählen. Ja, das beruhigt mich sehr. In der Situation fange ich dann nicht an zu zählen. Ja. Dann kann ich mir das ganz gut verkneifen. Was machst du vom Beruf? Wenn ich für mich bin, dann zähle ich einfach. Ja. Also dann alles. Also die Knöpfe von der Fernbedienung, die Poster ist an der Tür, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit dem Kanten, Lüftungsschlüssel. Verstehe. Was machst du vom Beruf? Ich bin noch Koch, mache jetzt dann Lebensmitteltechniker. Ist das dann während der Arbeit auch so? Nee, in der Arbeit nicht. In der Arbeit auch nicht. Also es ist eine nette, schräge Nebenbeschäftigung in der Freizeit. Eigentlich schon, genau. Ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es noch irgendjemanden, der so einen Tick auch hat oder so, der das hat irgendwie vielleicht... Würdest du gerne kennenlernen und würden wir glatt für dich machen, wenn sich jemand meldet, der auch einen Zähltick hat. Ich glaube, dass viele Leute irgendwie solche... Den man einfach nicht unterdrücken kann. Also der halt irgendwie viermal das Licht an- und ausmacht oder solche Sachen macht. Also Felix, ich verspreche dir, falls sich jemand mit Zähltick bei uns meldet, dann stellen wir den Kontakt zwischen euch beiden her. Alles klar. Okay, alles Gute. Gut, danke dir. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 0 Uhr 42 und 25 Sekunden und das ist die perfekte Zeit für unsere Domian Donnerstags Postecke. Und ich möchte euch ein bisschen was vorlesen, was wir so bekommen haben an Mails und Faxen. Zum Beispiel Sebastian, 29 Jahre aus Dresden, der schreibt: Hi Domian, seit Wochen kaum eine TV-Sendung mehr ohne Effenberg. Alle Zeitungen sind voll davon, alle reden über ihn. Was denkst du eigentlich über Effenberg, seine neue Liebe und sein Buch? Lieber Sebastian aus Dresden, mich schnarcht dieses Thema vollkommen an. Mich interessiert Herr Effenberg überhaupt nicht. Aber ich fand es sehr schön, es gab eine Pressekonferenz und da wurde er gefragt, welches Buch
ihn am meisten, ich muss jetzt schon lachen, wenn ich die Antwort mir vorstelle, welches Buch ihn am meisten in seinem Leben beeantwortet hat. Und hat er geantwortet, die Tagebücher von Hitler. Das war sehr spaßig. Hallo, lieber Jürgen Domian. Es gibt ja gar keine Tagebücher von Hitler. Hallo, lieber Jürgen Domian. Ich bin eine treue Zuschauerin von Ihnen und vorigen Monat 87 Jahre alt geworden. Schön, dass man Sie jetzt donnerstags schon früher im Fernsehen sehen kann. Ich habe in den letzten Jahren durch Ihre Sendung so viel gelernt und erfahren, all das hätte ich mir früher überhaupt nicht vorstellen können. Ich war nie ein Kind von Traurigkeit, aber mich beschleicht doch die leise Vermutung, wenn ich Ihre Sendung höre, dass ich in Sachen Erotik und Sexualität eine ganze Menge verpasst habe oder sagen wir nicht ausgereizt habe. Ja, und nun ist der Zug abgefahren und ich nehme es, wie es ist. Und freue mich für die jungen Leute, dass sie in einer Zeit leben, in der es weniger verklemmt zugeht als früher bei uns. Genießt es. Aber treu sollte man schon sein, finde ich. Herzliche Grüße, Ihre Zuschauerin Dora aus Koblenz. Und Jana, 25 Jahre aus Potsdam, schreibt: Hi Domian, ich fand's cool, dass du letzten Donnerstag in deiner Sendung einige Zuschauerfragen beantwortet hast. Ich habe auch drei Fragen. Beantwortest du sie? Klar, beantworte ich sie. Erste Frage: Welcher Anrufer in deiner Sendung hat dich in den letzten Jahren am meisten schockiert? Das kann ich dir klar sagen, Jana. Das war ein Mauerschütze, der an der innerdeutschen Grenze drei Menschen erschossen hat und überhaupt kein Unrechtsbewusstsein hatte und letztendlich sogar noch stolz war auf das, was er gemacht hatte, und so eine Formulierung dann gebraucht: er habe ja nur seine Pflicht getan. Über diesen Mann war ich am meisten schockiert, und es gab dann auch einen heftigen Streit auf dem Sender in der Sendung. Zweite Frage: Mit welchem deutschen Popstar würdest du gerne mal einen Abend verbringen? Da habe ich eine Weile drüber nachgedacht und da fallen mir gleich zwei ein. Das heißt, es müssten zwei Abende sein. Es fallen mir zwei Männer ein. Und zwar würde ich gerne einen Abend verbringen mit Herbert Grönemeyer und einen Abend mit Udo Jürgens, großer deutscher Popstar, wie ich finde. Und dritte Frage: Hattest du in deinen vielen Sendungen schon mal ein Blackout? In der Tat, das hatte ich ein einziges Mal. Und die Rettung war, dass ich sofort gesagt habe und habe gesagt: Leute, ich habe einen Filmriss, wir müssen das Gespräch abbrechen, wir telefonieren später nochmal. Ich hoffe, dass es jetzt am Ende oder während dieser Sendung, im Rest der Sendung nicht mehr vorkommt. So, Ende der Postecke, und jetzt geht's weiter mit Nicole. Und Nicole ist 20 Jahre alt. Ich grüße dich, Nicole. Hallo. Hallo. Hallo, Nicole. Um was geht's bei dir? Um Bulimie. Um Bulimie? Mhm. Das heißt, du leidest unter Bulimie? Ja. Wie lange schon? Seit ich 14 bin. Das heißt 6 Jahre? Ja. Ich glaube, wir erklären nochmal, was das ist, Bulimie, obwohl sehr viel darüber gesprochen wird, aber viele Leute wissen das vielleicht doch noch nicht so ganz genau. Magst du es sagen? Naja, das ist, hat eigentlich viel mit Magersucht zu tun, geht aber darum, trotzdem viel zu essen, und das sind Verbrechen danach. Was eine üble Tortur ist, ne? Sich voll zu essen, und ich vermute mal, dass du auch sehr viel isst. Ja. Und das dann alles wieder erbrichst. Ja. Wie oft passiert das am Tag? Mindestens einmal. Also eigentlich mehrmals hintereinander, wenn ich das dann mache. Ja. Kriegt das irgendjemand mit aus deinem Umfeld? Die ersten Jahre hat das keiner mitbekommen. Mhm. Und da haben das vielleicht Leute mitbekommen, dass ich abgenommen habe. Aber jetzt, dann meine Familie hat das mitgekriegt und dann wussten es nachher auch irgendwie alle. Mhm. In der Regel sind die Menschen, die bulimisch erkrankt sind, ja gar nicht so ganz dünn. Also nicht so dünn wie magersüchtige Menschen. Weil irgendwie ein bisschen bleibt dann ja noch in einem doch drin, auch wenn man das erbricht. Genau. Wie viel wiegst du? Weiß ich nicht. Ich wiege mich nicht. Ach so. Also du hast Angst vor der Waage, weil... Ja, das ist... die ersten Jahre, da war ich also schon magersüchtig, da war ich sehr dünn. Mhm. Aber das nach der Zeit kommt das halt, dass man... man kann nicht immer hungern irgendwie. Mhm. Das kann ich auch nicht verstehen. Also dann kommt das halt, man will dann essen und dann überlegt man sich das, wie man essen kann, ohne zuzunehmen. Und dann denkt man vielleicht am Anfang, ach, das ist ja ganz praktisch. Ich kann essen, habe ein Sättigungsgefühl, erbreche es wieder und kommt dann aber in diesen bösen Teufelskreis herein.
die habe ich ja, ich habe das, also man hört das im Fernsehen, man sieht das und dann denkt man sich, man probiert das halt und es war das, also es ist das ganz schlimm, aber nachher merkt man, das ist gar nicht so schlimm und dann macht man das. Ja. Nun sind 6 Jahre vergangen, du machst es 6 Jahre, was verdammt lang ist. Ja. Verdammt lang. Seit wann ist dir bewusst, dass das schon eine schlimme Sache ist, dass man das nicht einfach mal so nebenher machen kann? Na, seitdem meine Eltern das gemerkt haben. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das dürfte, mit 17 haben die das gemerkt. Ah ja. Wenn du sagst, dass du das mindestens einmal am Tag machst, vielleicht sogar manchmal zweimal am Tag, geht da ja eine ganze Menge an Lebensmitteln drauf. Ja, ja. Sag doch mal einmal ein Beispiel, was du da so vertilgst und es dann hinterher dann wieder erbrichst. Das können mal bis zu 5000 Kalorien sein zum Beispiel, ich weiß es nicht. Kann man sich nicht so richtig was unter vorstellen? Sind das jetzt drei Pizzen und ein Gyrosbrötchen? Ja, also es geht nicht darum, man hat sich ja Vorstellung, man möchte gerne das essen, was einem gerade schmeckt, wenn man was sieht, aber es geht eigentlich darum, so viel zu essen, wie es geht, nicht darum, was man isst. Also eigentlich absurdeste Sachen so. Also es geht gar nicht großartig um den Genuss, dass das auch gut schmeckt, sondern es geht darum, gierig alles in sich hineinzustopfen. Ja, man genießt das auch nicht, man stopft nur. Wie isst du das? Hockst du dann vor dem, wenn du es nicht genießt, vermute ich mal, dass du nicht an deinem Tisch es dir nett machst, sondern vor dem Kühlschrank hockst und immer rein damit? Ja, naja, das Kochen, ich koche schon, das meistens macht man Nudeln mit Soße oder man macht irgendwelchen Quatsch, man macht Pudding oder man isst Sahne, irgendwas. Aber man schmiert sich 2 Toastbrote, ist das nicht egal. Also nochmal so auf die Menge zurückzukommen, 5000 Kalorien, wie viel ist das? Ist das ein großer Nudelteller und ein paar Stücke Torte und Schokolade oder sag mal so? Es ist viel, wenn man kann ganz locker ein Brot, ein Toastbrot essen, dazu eine Schlagsahne aufessen und alles, also ganz viel Schokolade und das kommt locker zusammen. Du sagst, du erbrichst es dann. Kann man überhaupt nach so langen Jahren noch erbrechen? Gibt es da noch so einen Brechreiz, wenn man beispielsweise den Finger in den Mund steckt? Also das ist, am Anfang ist der Brechreiz ganz leicht zu kriegen. Aber das ist, sensibilisiert sich nicht mehr so. Man wird so, genau, darauf wollte ich hinaus. Ja, das wird so eingefahren und man strengt sich nur und das braucht immer mehr Kraft mit den Jahren. Ist es dir denn auch schon mal passiert, dass du diese irrsinnigen Massen in dich hineingestopft hast und du konntest dann nicht mehr erbrechen, weil der... Ja, sehr oft bei mir auch gerade. Aber da musst du doch in Panik geraten, oder? Ja, sehr. Das ist bei mir im Moment so, dass es hat zwar auch was damit zu tun, dass ich mich völlig unwohl fühle und abnehmen will, aber in der Zwischenzeit steht eigentlich mehr das Erbrechen im Vordergrund. Ich kann auch gar nicht einen Tag ohne. Also dann mit der Zeit muss ich das einfach machen. Also wenn du nicht erbrechen kannst nach so einer Fressattacke, wie gehst du dann mit diesem sehr überfüllten Bauch um? Heißt das, dass du dann 3-4 Tage fastest oder wie machst du das? Also man hört auch erst auf, wenn der Bauch wehtut. Also es ist dann richtig voll und es tut weh, man kann nicht atmen. Ach so schlimm, dass man nicht atmen kann? Ja, also es sind echt Schmerzen. Und wenn das denn nicht geht oder auch normal, wenn man isst und wenn man anfängt zu essen, man kann nicht aufhören. Das ist egal, wo man sitzt. Wenn man mit Freunden im Lokal sitzt, dann fängt man an, die anderen wundern sich schon, ne? Und wenn jetzt einer weiß, der denkt, die hat Bulimie und dann denkt er, die isst ja wieder, der geht ja gut. Ja. Aber das ist gar nicht so, man stopft immer und... Ja, aber meine Frage war, wenn du dann nicht erbrechen kannst. Ja, dann... Du hast den Bauch so voll, dass man sich... Ja, dann bin ich durch. Ja, genau. Aber was passiert dann? Fastest du mehrere Tage, um das wieder runterzukriegen oder wie gehst du damit um? Ja, das ist... entweder macht man Sport oder... Man ist auch wütend mit sich selbst. Man wird sich am liebsten umbringen. Man könnte durchgehen. Hast du einen Freund im Moment? Ja. Weiß der das alles? Also er weiß es, aber kriegt es nicht mit. Also er denkt, das ist so, Leute, die es nicht mitkriegen und wissen, die denken, es geht in Ordnung von alleine. Ne? Ja. Und ich weiß, dass Bulimiker auch das hervorragend vertuschen können. Ja. Ne? Und das merkt kein Mensch, wenn man sich da erbrochen hat hinterher, dann... richtet man sich wieder her, putzt die Zähne und alles ist in Ordnung. Ne? Danach. Ja, sicher. So, nun, deine Eltern wissen das schon ein paar Jahre. Ja. Du plagst dich mit dieser schlimmen Erkrankung so lange rum. Hast du denn schon mal irgendwann professionelle Hilfe gesucht? Also gesucht selber habe ich sie nie.
Also am Anfang denkt man immer gar nicht, man merkt das gar nicht, man denkt, das ist was, was man machen kann, man kann aufhören. Ist mir klar, am Anfang. Aber du stehst ja nun nicht mehr am Anfang. Das, ja, das heißt, du warst mir noch ist nie. Das schon klar, ich merke auch, ich kann damit nicht mehr aufhören. Mhm. Meine Eltern haben mich dann eingewiesen in ein Krankenhaus, in eine Therapie. Ja. Und hat also das was gebracht? Ist egal, ich habe so schlechte Erfahrungen. Mal war zweimal in Krankenhäusern, ist es meistens, gibt keine Psychologen. Mhm. Mal ganz oft Ärzte im Praktikum. Mhm. Man ist wenig in Kontakt mit. So, das bedeutet, dass du auch zurzeit nicht in einer therapeutischen Behandlung bist? Nein, gar nicht. Ich habe schlechte Erfahrungen. Es geht auch, die Krankenkasse bezahlt das nicht. Die möchte, dass man in ein Krankenhaus geht, nicht eine Therapie unter Essgestörten macht. Also Nicole, ich will dir mal sagen, wie du das jetzt geschildert hast, ist das wirklich ein schon sehr dramatischer Verlauf und ein dramatischer Zustand dieser Erkrankung. Und ich kann dir nur dringlichst ans Herz legen, dass du wieder einen neuen Therapeuten suchst. Ja. Und wenn es bisher auch nicht viel gebracht hat, dann warst du in falschen Händen. Du spielst wirklich mit deiner Gesundheit und du spielst vielleicht perspektivisch auch mit deinem Leben. Das hält, das weißt du, ne? Das hält der Körper über einen sehr langen Zeitraum nicht aus. Du gehst dabei vor die Hunde. Du musst Hilfe haben. Du musst Hilfe haben. Ja. Da gibt es überhaupt gar nichts weiter mit zu sagen. Ich bin ganz erschüttert, wie dramatisch du das auch geschildert hast. Du musst einfach Hilfe haben. Ja. Ich möchte gerne, dass meine Psychologin dir ein paar sehr gute Kliniken und Ansprechpartner nennt für genau deinen Fall. Ja. Okay? Ja. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke schön. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt bin ich verbunden mit Silvia. Und Silvia ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Silvia. Dein Thema? Ich bin in einer festen Beziehung mit Kindern und bin im November verführt worden von einer Frau. Und jetzt ist eigentlich mein Problem, dass das mir nicht aus dem Kopf geht. Du bist verführt worden von einer Frau, obwohl du eigentlich bisher nur und rein heterosexuell gelebt hast. Ja, ja. Wie ist es dazu gekommen? Hat die Frau dich angemacht oder ist es doch eher von dir ausgegangen? Na, von ihr. Also ich habe nicht mal dran gedacht, ganz ehrlich. Und wer war das? Super. Nein, ich meinte auch. Also es hat dir gut gefallen. Ja. Ja. Und wer war das? Also du musst jetzt keinen Namen nennen. Ich meine nur, wer hat. Bitte? Ich hatte sie an dem Abend erst kennengelernt. Und ja. Und das war für dich eine rundum sexuell interessante und neue und dann auch befriedigende Erfahrung. Richtig. Ja. Das war dann so eine Art One-Night-Stand, ne? Ja. Hat sich danach die Frau nochmal gemeldet oder hätte die gerne mit dir? Ja, wir haben jetzt schon noch so ein bisschen Kontakt, aber es ist jetzt nicht wirklich und es ist auch zu viel Kilometer weg. Da habe ich mir ein Auto gekauft übers Internet und da hatte ich eben den einen Abend da verbracht und habe sie so eben kennengelernt. Und was ist denn jetzt das Problem? Ist das? Ich habe Familie. Mhm. Ich habe einen Mann, ich habe zwei Kinder. Na gut, das Problem könnte ja jetzt darin bestehen, dass du dich in diese Frau verliebt hast. Nein, ich fühle mich einfach zu Frauen eigentlich hingezogen. Mhm. Ich meine, wenn es jetzt die reine Entdeckung wäre, Mensch, ich bin bisexuell, das würde ja erstmal gar nichts ändern. Aber mein Partner spielt damit über, also ich habe es ihm erzählt jetzt erst, es war im November und ich habe es ihm jetzt erzählt und ich musste erstmal gehen, er wollte mich überhaupt nicht mehr sehen und ja, und da die Kinder ja liebt und mich irgendwo auch noch anscheinend. Liebst du ihn denn auch? Ja. Kam aber ein bisschen zögerlich jetzt. Na ja. Nein, weißt du. Definitives Ja. Wo ich drauf hinaus möchte, ist allein die Erkenntnis, dass du sagst, ich bin bisexuell und ich habe das entdeckt bei mir, das müsste ja noch gar nicht viel ins Wanken bringen. Wenn du deinen Mann liebst und in der Beziehung glücklich wärst, könntest du ja sagen, okay, ich bin es irgendwie, aber ich lebe es nicht aus. Ich habe das jetzt mal entdeckt an mir, aber ich mache es nicht. Aber es klingt ja bei dir so, als würdest du es schon auch ausleben wollen. Ja, richtig. Das heißt, so ganz glücklich bist du auch nicht mehr in der Beziehung. Ja, vielleicht nicht, aber ich meine, da sind ja auch Kinder mit dabei. Das heißt, das ist eine Verantwortung und da kann man nicht einfach so sehr schnell jedem Reiz nachgehen, den man so in sich verspürt. Ja.
Dennoch, sag, versuch mir doch mal zu sagen, was für ein Gefühl du für deinen Mann noch hast. Was ist es? Zuneigung und vielleicht auch Pflicht. Das stimmt. Das habe ich mich vielleicht noch gar nicht gefragt. Ja. Ja, also Pflicht ist natürlich auch keine gute Grundlage. Aber das ist natürlich, ich habe ja auch, es sind ja auch Kinder mit im Spiel und das geht einfach nicht. Ich würde dir Folgendes raten, Silvia. Ich finde es auch gut, dass du so verantwortungsbewusst jetzt damit umgehst und auch einfach nicht jetzt sagst, egal, ich fange jetzt ein neues Leben an. Geh doch zu einer Beratungsstelle und lass dich mal ausführlich beraten und rede ausführlich mit einem Menschen, mit einem Psychologen. Mhm. Und darüber hinaus kann sich dann ja weiter bei dir etwas entwickeln und auch eine Entscheidung gefällt werden. Ich finde, dass du jetzt einen Menschen brauchst, einen Gegenüber, um einfach mit jemandem darüber zu reden und das auch zu reflektieren. Wir sind ja gerne auch noch behilflich mit einer Beratungsstelle. Mhm. Okay? Mhm, vielen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Danke. So, Freunde und Freundinnen, das war's für heute Nacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und Vergnügen jetzt bei Nightwash und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder zur sehr späten Sendezeit um 1 Uhr hier im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Ich wünsche euch dann eine schöne Nacht noch und eine gute Nacht. Tschüss.